Stück, das geht keinen anderen was an. Das gibt ihm Liebesmut, das behütet er gut und hat seine Freude daran. Na, wie wird denn dieses Jahr die Saison gut? Ja, hoffen wir, hoffen wir. Wann wird denn das neue Haus eröffnet? Das weiß ich noch nicht. Kommt ganz drauf an. Aber mit der Renovierung sind Sie ja schon fertig, ne? Ja, mit der Renovierung sind wir fertig. Na, das Sanatorium ist ja oben schon ganz voll. Sanatorium? Direkt eine Gefahr für die ganze Stadt, diese Glabsburg. Wieso? Da sind doch lauter Verrückte oben. Aber nein, ich habe ja auch Kundschaft oben, die ist ganz normal. Ja, das sind die ganz Gefährlichen. Narren, die sich wie normale Menschen benehmen. Oder wollen Sie mir vielleicht einreden, dass ein normaler Mensch Gras frisst? Ja, mein Gott, das sind eben reiche Leute, die vor Übermut nicht wissen, was sie tun sollen. Ja, da geben Sie nach. Wenn Sie wieder einen von da oben rasieren, dann lassen Sie kein Rasiermesser liegen. Wer schon aufpasst. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bitte Platz zu nehmen. Ich habe leider keine Zeit mehr, sonst kommst du spät zum Gras fressen. Erlaube mir guten Appetit zu wünschen. Dankeschön. Danke. Na, wie schmeckt? Na, wunderbar. Ausgezeichnet, Cecilia, wie Spaghetti. Ich fühle mich wie neugeboren. Na, das freut mich. Warum? Ich habe soeben erfahren, dass unsere Kuh unten in einem sehr schlechten Rufe steht. Ja, wieso denn? Und man hält uns unten alle für verrückt. Ach, wer sagt denn das? Zum Beispiel der Ober vom Kronring. Sehen Sie, das habe ich mir gleich gedacht, dass wir nicht normal sind. Sonst würden wir nicht das Gras essen. Was ist es? Verbrasselt ist es schon. Das wird sie nicht essen. Das wird sie ja essen. Ich glaube kaum. Das muss man aber anschauen, ob es das ist. Kommen Sie, bitte, schauen Sie mal. Gibt es auch Stufe? Das ist ja gar keine mehr da. Ja, es war ein, es war mal eine da. Was? Nichts. Was Sie? Nur was Sie? Das ist was anderes. Ich habe ja auch Fugen, ne? Da war eine Stufe. Es egalisiert jetzt. Natürlich. Hat noch hier gedeckt? Ich hab. Ich hab's auch niederlernen. Ja? Wenn man immer zurückgesetzt wird, kann man ja gar nicht spezialisieren. Ja. Man muss die Schuhe putzen und dann. Ja, ist schon gut, Ich glaub nicht, dass er da schmeckt. Das ist guten Tag, wie ich war. Ist serviert. Danke. Guten Appetit. Wünsche ich euch viel Speisen. Ja, es ist bestechlich. Das Vorlege, ich hab vergessen. Danke. Schmeckt's? Mhm, sehr gut. Das staune ich. Warum denn? Ich hab mir gedacht, das ist... Marschallin, Lieblingsrose. Das ist sehr lieb von Ihnen. Ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Schauen Sie es durch. Rechnungen. Schon wieder. Bis da. Dass diese Lieferanten überhaupt nichts Besseres zu tun haben, als Rechnungen zu schicken. Das habe ich schon immer gesagt. Die wollen nur Geld. Aber wo man hier im Soldaten? Sind Sie wahnsinnig? Was fallen denn ein, dass ich ganz einfach... Die können sich unterfangen, sich an den Tisch der Chefin zu setzen. Schau noch. Stehen Sie auf, wenn man mit... Schon glaub. So was habe ich noch nicht. Schätze ganz... Sie hat man ja eigentlich auch nicht eingeladen, ne?
Wie kommen denn Sie dazu, sich da herzusetzen? Ne? Das kann ich ja gehen. Vielleicht stehe ich überhaupt. Entschuldigung. Ich will lieber das vorliegende Besteck nehmen. Das ist sicher. Spielt sich auf, der Herr Ober. Ich hab der schon Hotelier. Träumt von einem Blondköpfchen. Und bis zum Hotelier ist noch ein sehr weiter Weg. Bisschen Kessler, Herr Peter. Wird sich irren. Und Sie, Lausbub, wie sprechen Sie denn überhaupt von Ihren Vorgesetzten? Mein Vorgesetzter sind doch Sie. Sie ist mir, es ist immerhin. Naja, Witwe kann sie ja nicht mehr lange bleiben. Ja, dann ist aber gescheit, dass sie heiratet gleich den Hegler. Warum? Ja, weil er Geld hat. Wieso? Wieso weiß ich nicht? Er hat es. Und also, hat sie nicht von Kabul angezogen? Mhm. Die Leute müssen eben warten, bis ich eröffnet habe. Ja, wir haben kein Geld, weil wir nicht eröffnet haben. Und wir können nicht eröffnen, weil wir kein Geld haben. Das ich fahre noch heute nach Dresden. Zum Hügel? Ja, er wird mir helfen. Muss denn das sein? Ich kann doch nicht die Saison verlieren. Ich bin morgen wieder da, Peter. Marschall Nil. Ich hab kein Glück auf dieser Welt, für mich blühen keine Veilchen. Und wenn die Sonne auch mal scheint, dann scheint sie nur ein Weilchen. Was ist, was haben Sie denn? Ach, nach Dresden fährt sie, zum Herrn Hügler. Ja, mein Gott, was soll sie denn machen? Sie muss ja durch, nicht? Wenn alle Stricke reißen. Ja, aber der Strick wird dann nicht reißen, an den ich mich dann aufhängen werde. Herr Burgstaller, versündigen Sie denn nicht? Und wenn der Herr Hügler der Herr in diesem Hause sein wird? Bitte? Was denn? Wanderbitt will sich schon wieder beschweren? Moment mal. Ah, Frau Eva Hügler schon da? Ja, soll sofort raufkommen. Ach, sie ist schon unterwegs. Ja, ja, Moment mal. Den Tee bringen Sie in 10 Minuten. Frau Eva Hügler. Ja? Moment. Eva. Wie geht es dir, Juju? Ausgezeichnet. Ich könnte Bäume ausreißen. Das freut mich. Dann wird es dich ja nicht gleich umwerfen. Ich will dich nämlich um etwas bitten. Habe ich dir jemals eine Bitte versagt? Nein, du hast sie mir sogar angeboten. Aber nie ganz uneigennützig. Aber liebste Eva, war es dann sehr egoistisch von mir, dass ich dich aus allen deinen Verlegenheiten befreien wollte, und zwar auf die einfachste Art von der Welt? Na, so einfach. Ja, du hast es vorgezogen, dich auf eigene Füße zu stellen, hast dein Haus gegen meinen Rat renoviert, dich in 1000 Sorgen gestürzt, wo du doch hier über mehrere riesige Hotels befehlen könntest, die mit großen Mitteln ganz erstklassig geführt werden. Ach, einen Moment, entschuldige mal. Ja, wenn Mr. Vanderbilt noch einmal auf der Treppe einem Menschen mit einem Knipskasten vor der Brust begegnet, dann lasse ich sofort das Hotel. Verlässt Mr. Vanderbilt sofort das Hotel. Hat er verstanden? Mr. Vanderbilt, Sie jetzt fragen, ob Sie verstanden haben. Er hat verstanden. Ist gut. Mr. Vanderbilt, werden auf der Treppe keinem Reporter mehr begegnen. Oh, machen Sie die Telegramme fertig. Wieder nur die Beine erwischt. Ich habe seinen Kopf erwischt. Oh, Sie Idiot, Sie haben mir versprochen, auf der Treppe sind keine Fotografen. Herr Hügler hat es versprochen. So, ich reise ab. Ich bleibe nicht mehr in diesem Moment. Ja, wohin denn? Das ist ganz gleichgültig. Irgendwohin, wo vernünftige Menschen sind, die mich in Ruhe lassen. Und die Telegramme? Ja, die geben Sie mir dann. Ich ziehe mich jetzt um. Herr Hügler, bitte. Herr Hügler, Mr. Vanderbilt reist ab. Aber Gott, warum denn? Weil sie die Fotografen nicht abgeschafft haben. Aber so ein bisschen Reklame kann doch dem Mann gar nicht schaden. Also bitte verhindern Sie mit allen Mitteln, dass er abreißt. Ich werde mich auch erkenntlich zeigen. Ich komme nachher selber runter, ja? Ich bin jetzt momentan gerade in einer sehr wichtigen Sitzung. Und ich komme dann nachher. Ja, danke. Tja, ja, so geht es uns armen Hoteliers. Tag und Nacht Plage und trotzdem unzufriedene Gäste. Darf ich etwas anbieten, bitte? Nein, danke. Aber du hast doch früher so gerne davon gegessen. Ja, früher. Ja, wovon sprachen wir doch eigentlich gerade? Ach so, ja, von deinen Schwierigkeiten. Nun, bitte erzähle.
Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich bin in der letzten Zeit so vom Pech verfolgt. Hallo! Hallo, was ist denn? Wo brennst du denn, Johann? In der Glatzburg! In der Glatzburg! In der Glatzburg, komm ich! In der Glatzburg! Das Sanatorium brennt! Ich muss ausrichten! Jetzt muss ich... Wo ist denn meine Richtung? Ich kann mein Bein nicht finden. Was geht mich das an? Na, sieh vor mir. Dort brennt das Lichterloh und der liegt da ganz apathisch. Und ich finde mein Bein. Hab ich ein Ding oder sind wir oben in der Wohnung? Vielleicht was in der Rezeption. Was in der Rezeption ist. So, Pitzner. Das ist doch eine Sache. Schwellerei, Karl. Hab ich kein Ding, hab ich kein Bein, hab ich kein Helm, hab ich immer. Feuerwehr! Was ist denn jetzt schon unterwegs? Zu blöd ist das! Himmel! Guter Zopper, wo ist denn mein Helm? Auf deinem Kopf! Aber ich hab Kopf brauche ich gerade, Bein brauche ich! Sag mal mit der Rüstungskammer, Junge! Diese Blaserei, die macht mich nervös! Hallo! Nicht löschen, ich komm, gell? Bleib zu Haus! Musst du nicht überall dabei sein, ne? Spürgepflicht! Dann muss es, was muss denn, oben wird die Rüstung sein. Oben ist es. Mein Lieber, bitte. Wieso kommt denn das Hafen da her? Der hat mein Bein. Wieso kommt denn mein Bein in die Lüfte rein? Feindlich brennt ja. Das weiß ich. Das weiß ich. Ich wünsche aber nicht, dass mir mein Bein als Werk sein. Denn ich, wie kommt schon? Dann ist es direkt gut aus. Jetzt verzeiht es ja Großalarm. Was ist? Aber nicht. Hallo? Was wollen Sie denn? Ach, bitte, ich möchte den Direktor sprechen, ja? Bitte? Wie? Bitte, was steht denn? Ja, sagen Sie Marius, Professor Marius. Ich bin der Besitzer des Sanatoriums Wiesen-Linde. Ah, der Eigentümer vom Brandplatz, ja? Tut mir sehr leid. Nein, der Brand ist ja nun inzwischen gelöscht. Aber der Trakt mit den Schlafzimmern wird leider einige Zeit unbewohnbar bleiben. Ich möchte deshalb Ihr Hotel hier mieten. Das ist ja wohl noch außer Betrieb, nicht wahr? Sie wollen das ganze Hotel mit sämtlichen Zimmern? Ja, für meine 40 Patienten. Wir haben ja kein Personal. Aber das bringe ich mir, das Personal. Ja, Köche, Bedienung, kurz alles. Naja, aber Ihre Patienten, ich meine, Ihre Gäste sind doch... Lauter Damen und Herren der ersten Gesellschaftskreise. Das sind beste Namen darunter. Kaiser von China, ja, ich weiß schon. Na, der wohnt allerdings noch nicht bei mir. Kurz, ich zahle Ihnen 50 Mark pro Tag und Kopf. Moment, das muss ich. 50 pro Tag. Pro Tag und Kopf. 50 mal 40. Viermal null ist... gefährlich ist ja die Sache nicht, was? Das soll doch gefährlich sein. Das sage ich auch. Viermal null ist nur... Null ist zwei, das sind ja... Stopp! Was ist Moment! Moment! Hallo, bitte! Bitte, Fräulein, ein dringendes Ferngespräch nach Dresden, Zentralhotel. Mit Voranmeldung. Nein, bitte schön, ich brauche es nicht mehr, mach schon selber. Brauche es nicht, nein! Bitte schön, es ist... Schon akzeptiert. So. Ich habe ja Vollmacht. Aha. Ich habe ja Vollmacht. Also ich gebe Ihnen ein Verrechnungsschick über 20.000 Mark für die ersten 10 Tage. Ja, 20. So. Sag mal, was ist das denn da? Ein Mosel, spritzig. Den werden Ihre Gäste wunderbar trinken können. Das muss weg. Nein, danke schön. Muss weg. Alkohol und Nikotin muss weg. Meine Gäste sind alkoholfrei und nikotinarm. Ja, bitte also schön. In einer halben Stunde erfolgt die Übersiedlung. Übersiedlung, 20.000, ja? Danke schön. Wo ist mein Hut, mein Stock? Mein Hut, mein Stock. Sind Sie ehrlich? Stopp, mein Hut, mein Stock. Danke sehr. 20.000. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bitte Telegrammannahme. Ein dringendes Telegramm nach Dresden, Zentralhotel Hügler, Frau Eva Hügler. Wenn ich Peter nicht hätte, ich meine Herrn Burgstaller. Also Peter, jedes zweite Wort bei dir ist immer Peter. Das ist ja gerade dein Unglück, dass du diesem Peter, diesem Burgstaller zu viel vertraut hast. Wie kannst du das sagen? Wenn ich schon am Verzweifeln war, hat er immer wieder einen Ausweg gefunden. Also hast du das alles nötig, Eva? Also, und was die Hypothek anbelangt... Für die ich 12% Zinsen bezahle? Ja, dafür habe ich auch freien Aufenthalt. Das heißt, bis nichts anderes. Na, also, hoffen wir das Beste. Also, meine liebe Eva, ich habe doch schließlich als Mann und Mensch ein sehr anständiges Profil. Du bist eine Frau von Format. Also, was glaubst du wohl, wie ich dich verwöhnen würde? Du brauchst dich ja nicht gleich entschließen. Fahre ruhig nach Hause, überleg dir's. Und morgen, dann komme ich und dann hole ich mir die Antwort. Ja? Was ist denn... Herein! Eine dringende Depesche. Für wen? Für die gnädige Frau. Für mich? Jawohl. Du erlaubst, ja? Bitte.
Was ist denn schon wieder mit diesem Peter? Der Peter hat wieder einen Ausweg gefunden. Der Kronprinz ist eröffnet. Ha! Hör dich, Sam. Was war dein Brand? Wann ich da nicht hinkomme, aber ich hab's gelöscht. Wieso? Was? Patientenkammer, das war ja schon aus. Gehen Sie. Natürlich, aber das ist oben, ihr könnt es doch nicht erzählen. Also, mein Herr, jetzt ist aber Schluss mit der Fahrlinzerei, ja? Sie übernehmen sofort den Dienst beim Lift. Vorwärts, ja, Sie die Uniform aus, ja, und ja, den Dienst beim Gepäck. Alles andere macht das neue Personal. Ja, was muss mit Ihnen jetzt gesehen? Ja, natürlich, das Personal vom Sanatorium. Na, die Gäste vom Sanatorium kommen zu uns herunter. Die sind Gäste und bezahlen tun sie. Alles andere ist egal, ne? Ui, das ist mir. Ui, das ist mir unheimlich. Ui, Zapardon. Bitte beruhigen Sie, es ist gar kein Grund zur Beunruhigung. Ihre Kur und Ihre Diät erfahren keinerlei Unterbrechung. Ich habe eben unten im Hotel Kronprinz ein Abkommen getroffen. Sie werden für die nächsten Wochen dort einlogiert. Ein allererstes Hotel, Sie... Entschuldigen Sie, ich habe noch etwas... eine Anordnung zu treffen. Im Hotel Kronprinz? Ja, aber das ist doch unmöglich. Ja, aber aber ich habe Ihnen doch erklärt, dass uns im Kronprinz alle für verrückt hält. Wirklich? Das wäre doch herrlich. So. Da kann man sich doch manches erlauben, was man... Ja, was man sich als vernünftiger Mensch nicht erlauben kann. Das ist keine schlechte Idee. Nein, wunderbar. Wie wäre es, wenn wir uns im Kronprinz wirklich wie komplette Narren benehmen? Ja. Herr Thomas Zetterdick könnte zum Beispiel erscheinen als... Der Maharaja von Pindrapur. Kann man nichts machen. Zimmer Nummer 1. Und ich bin der erste Minister seiner Hoheit. Bitte, wie Sie wünschen. Rasta, Prista, Prusta. Ha, Prista, Prista, Prista. Seine Hoheit wünschen zwei Elefanten zu seiner ausschließlichen Verfügung. Zwei was? Zwei Elefanten. Wann und besorgen Sie zwei Elefanten für seine Hoheit? Weiße. Weiße? Ja. Ja, Zimmer 2. Die Herrschaften sofort aufs Zimmer. Halt! Was ist denn? Entschuldigung, die Herren auf 1 und 2. Jawohl, ja. Die tragen sie in den Koffer selber. Ja. Maharaj hat das... Frau Maharaja, ja? Psst. Bitte. Das ist mein Mann. Hä? Der Gläserne da hinten. Wie? Zimmer 3. Ja. Diana Leonis, Domptöse. Was, Domptöse? Ja, so mit Viecher, ne? Ich kann auch meine beiden Raubtiere mit ins Zimmer nehmen, hm? Was für Raubtiere? Meine beiden Löwen hier. Oh. Ja, sind Sie Zimmer rein? Ja. Ja, dann können Sie raufnehmen. Zimmer 20. Bringt die Dame gleich hin. Ich übernehme es. Bitte. Bitte. Kommt, möchten Sie eine Kuh? Kopf los. Frau 20. Ja. Ich habe nämlich meinen Kopf verloren. Ja, ich auch. Sie lügen? Was, ihr? Der einzige Mann auf der Welt, der seinen Kopf verloren hat, bin ich. Ja, ja, das wissen wir natürlich. Sie haben das Patent darauf, nicht wahr? Bitte schön, Nummer 21. Das Bett gut? Ja, bitte, ausgezeichnet. Ganz ohne Kopfkissen für Sie. Bitte. Bitte. Gehen Sie. Bitte nach Ihnen. Die wird nicht vorausgehen, ne? Aber der auf einmal hat er mich schon meichlings. Hat sie nicht untersprochen? Bitte nur hier. Ich bin Marlene Dietrich. Ah, so. Sie kennen mich doch. Ja, natürlich, aus dem Kino. Ja, ja. Bitte schön, 22. Und wer wohnt neben mir? Garbo. Hallo, was soll ich eigentlich machen, was? Na, wozu haben Sie einen Kopfhörer? Eine Antenne. Antenne. Atmos Stratos. 38, bitte. In der Lift. Ist doch zur unbeschränkten Benutzung frei. Ja, frei, natürlich. Mandel. Bitte. 38. Bitte. Mein Gepäck. Bitte. Vorsicht. Ja, bitte. Ich hatte was drin. Nein, nee, da. Bitte. Bitte, bitte. 38. Aschenmann. Aschenmann. Wo ist Zimmer 38? Dritte Etage. Sehr gut. Ich fahre nämlich sehr oft in die Stratosphäre. Wohin? Von der Atmosphäre in die Stratosphäre. Was ist denn? Wir fahren ja abwärts. Nee. Ich fahre hoch. Bitte, 39.
ist denn? Gestatten Sie, Sie haben da etwas Zigarrenasche. Was? Hier auch. Hier auch. Ja, hier. Und Sie auch, da. Bitte. Alles voll Asche hier. Wandel! Wandel! Ja! Was ist denn mit dem Fahrrad nicht? Das ist ein Atmosphärenflieger. Was ist er? Weg ist er. Warum sind Sie nicht mitgefahren? Wie kann man denn so einen Menschen allein lassen? Ich hab so einen Wandel. Ich hab Spange gehabt, das ist ja wieder saust. Unglaublich. Jetzt fahrt er wieder zurück. Der fährt die Gang. Jetzt ist er hinten drin. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, sofort übernehmen. Die Kindchen, die Kindchen. Ist er weg? Ja. Und das ist er nie den Lied verlassen. Der Liftboy ist der Letzte, der den Lift. Na, was soll ich denn machen? Was war denn? Was ist denn? Was blitzt sich denn hoch? Atmosphärenflieger. Das ist immer komisch, was er lernt. Ja. Ideen, dass man... Das ist doch, wo das kommt. Das weißt du, wo das kommt. 40. Na? 40. Hm? Hans? Ein Passagier. Jawohl. Nein, der ist aber harmlos, was? Ja, das kann man nicht wissen. Any problem, please? Hä? Vanderbilt. Ja. Vanderbilt. Vanderbilt, was? Vanderbilt. Say, can't you get me? Vanderbilt, ja? A-G-W Vanderbilt. Ja, 41. Wie hoch ist dieser Zimmer? Ja, so ganz normal. Oh, ich meine auch... Nummel. Was? Nummel ist es. Auf dem Floor. Was? Blumenfrisch. Ja. Haben keine. Ja, ich will ganz hoch wohnen oder ganz nieder. Ja, da werden wir schon was. Ja, das stimmt ja. Sehr gut. Kommen mit. Ora. Mit mir. Na. Moment. Einen 40, Herr Wanderbild, please. Ist der auch? Mit alle? Wander. Hast jetzt sind alle untergebracht? Ja. Jetzt tragen Sie das Gepäck hinab auf das Zimmer. Auf das Zimmer? Ja. In das Zimmer glaube ich nicht. Warum denn nicht? Nein. Fahren wir vor irgendein was. Ich werde doch nicht in der Gefahr begeben. Aber bitte rechnen Sie doch immer dran, dass wir 20.000 Mark verdient haben. Wer hat es verdient? Die Direktion. Ja. Aber nie, da sind wir wieder hingeht, kriegt schon. Der Wanderbild, der wird schon was sehen. Der schaut mir gar nicht genug aus. Jetzt Sie denken immer ans Trinken. Denken Sie doch lieber an die Chefin. Ja, denken Sie sehr an die Chefin, aber ich muss ans Trinken. Anders ist es nicht viel zu erwarten mit seiner Leinwand. Mit seiner dritten Hose. Zweite Tür links. Ich glaube, wir haben uns noch gar nicht kennengelernt. Fred Bruckmann ist mein Name. Wanderbild. Wanderbild? Das ist ja großartig. Da müssen Sie immer nur von Ihren Millionen reden und nicht aus der Rolle fallen. Verstanden? Herr Burschner, da oben ist es lebensgefährlich. Was haben Sie denn? Da geht einer oben
ohne Kopf herum. Aber kein Pferd. Ja, mein Rasiermesser ist auf mich losgegangen. Was, der ohne Kopf? Nein, das ist ein anderer. Das ist wieder... Und da verlangt einer eine Verbindung mit Amsterdam. Nicht geben, nicht geben. Gib ihm seine. Bitte, was, bitte, was wünschen Sie noch? Die Bank Nationale in Paris und nehmen Sie die Bank Budapest. Aber sonst wünschen Sie keine Verbindung, ne? Werden Sie nicht anmaßen und machen Sie, was ich anordne. Aber Herr Vanderbilt, Sie kriegen natürlich jede Verbindung, die Sie haben wollen. Ja, ja, natürlich. Nur immer mit der Ruhe, Herr Vanderbilt, ja? Das scheint doch ganz gefährlicher zu sein. Wando! Herr Küchenschild, Sie haben doch schon längere Zeit einen Kontakt mit diesen Leuten. Was macht man denn da, wenn da einer raviat wird? Sie sind verrückt. Ja, das weiß ich, dass Sie verrückt sind. Aber wie behandelt man denn, wenn er wild wird? Sie brauchen wohl eine kalte Dusche. Ach, die braucht man nicht. Die haben wir. Wando! Wo ist er denn? Wando! Was ist das? Wo ist denn der mit dem Rasiermesser? Oh, Michael! Oh. Ich weiß schon, was man macht. Was will ich denn? Was ist denn? Sie bleiben da unten in der Halle und passen auf, dass niemand davonkommt. Ich hoffe, dass es wieder nicht extra gibt. Wie die aufgeregt durcheinander rennen. Wie die Ameisen. Nur kaltes Blut. Nur kaltes Blut. Ich verstehe Sie gar nicht. Der geht mit einem Rasiermesser auf mich los und Sie sagen gerade... Jetzt schwätzt es doch nicht so. Ja, Mensch, das sagen Sie, beobachten Sie. Beobachten Sie den. Jetzt sind Sie verschwunden. Und Sie sind nicht verschwunden. Können Sie sagen, ich habe Bedenken. Sie sind da irgendwo. Da haben Sie es nicht. Ach. Da wette ich mit Ihnen. Die haben sich, die sammeln sich. Schauen wir mal. Kommen Sie. Weg sind Sie. Weg sind Sie? Ja. Ist unheimlich. Hallo? Wo bleibt mein Gespräch mit Amsterdam, Paris und Budapest? Was wollen Sie? Mensch, das können Sie doch mit mir nicht machen. Ha, weißt du ganz genau, dass bei Ihnen wohnt. Was ist? Es Blum? Blum. Blum. Ja. Ist ja gar keiner da. Was erzählt er mir? Ich zitter nicht. Es fröstelt mich. Es fröstelt. So eine Frechheit. Was ist los? Bleibst du stehen? Schicken Sie mir sofort den Manager von diesem Hotel, den Direktor. Jetzt ist es Handlung! Jetzt ist es aber! Was wollen Sie hier? Ich will den Manager von dem Hotel. Ja, bitteschön. Ich bin der Manager von dem Hotel. So. Ja. Man scheint hier meinen Namen nicht verstanden zu haben. A.G.W. Vanderbilt. Das interessiert uns doch nicht. Das interessiert Sie nicht, dass nicht. Ich Vanderbilt bin? Nicht im Gericht. Da sind Sie der Erste, der nicht interessiert, aber das ist mir sehr angenehm. Ich tue alles, um nicht aufzufallen. Also bei uns fallen Sie bestimmt nicht auf. Wir haben noch 40 Leute da, die nicht auffallen wollen. Zum Beispiel den Maharaja, nicht? Wenn Sie sich bei uns ruhig verhalten, dann werden Sie vollkommen... Ignorieren. Ignorieren, oh, das ist ja. Schön, das ist schön, das ist das, was ich haben will. Nein. Sagen Sie, was heißt es brummt? Es brummt. Ja, es brummt. Brrr. Das ist eine Beleidigung. Nein, das ist, warum? Muss doch keine Beleidigung sein, ne? Kommt doch ganz drauf an, wo es brummt, ne? Ach so, ja. Ja, wer hat gesagt, dass es brummt? Der Boy in dem Telefon. Ach, der hat gesagt, ach so, na ja. Sie wahrscheinlich wollten Sie eine Telefonverbindung haben, ne? Yes. Ja, die kriegen Sie ja nicht. Why? Es brummt. Weil es brummt, nicht? Telefon brummt. Verbindung ist ausgeschlossen, kaputt. Ach so ist das. Ja. Da besorgen Sie mir sofort drei Kabels. Gut, drei Kabel, ja? Große. No, no. Ja, ich weiß schon, no. Kabel, Kälbchen, eh? No, Kabel. Telegrams. Ach so, ja, Telegram. Bitte schön, können Sie auch haben. Ja, bitte setzen Sie hin und schreiben Sie. Ja. Nationalbank Amsterdam.
kauft meine Rechnung 500 Stück Diamond Shares, Vanderbilt. Das würde ich aber nicht machen, Herr Vanderbilt. Warum nicht? Na, weil das ist doch viel zu teuer. Was haben Sie von diesen Kabels da? Davon verstehen Sie nicht. Schreiben Sie weiter. Zwei Telegramme, der gleiche Text. Noch zwei. Nehmen Sie die Bank Budapest und Nationalbank Paris. Storniere Auftrag von heute Morgen. Vanderbilt. Das würde ich auch nicht machen, Herr Vanderbilt. Also, da verlieren Sie so viel Geld. Wissen Sie, was das kostet? Das darf ich gar nicht aus. Das kostet, schauen Sie. Eins, zwei, drei. Das kostet mich gar nichts. Ich gewinne 500.000 Dollar. Außer so. Bitte. Herr Vanderbilt, sonst noch einen Wunsch, bitte? Ja, ich habe Hunger. Bringen Sie mir was zu essen. Zu essen? Was wünscht Herr Vanderbilt zu essen? Lachs mit Mayonnaise, ein Beefsteak mit Pommes frites und eine Flasche Rheinwein. Was das mit dem Rheinwein, das geht nicht. Warum? Ja, sagen Sie, das geht wirklich nicht. Wo bringen Sie Mosel? Der Mosel. Na, ich werde mich erkundigen. Größenwahn. Was machen Sie denn da? Bist du, Priester? Bin ich erschrocken. Wenn Sie sind für die Kaltwasserkur. Der Küchenchef hat gesagt, das beruhigt Sie. Scheint das wunderbar gemacht. Ja. Was? Ist angeschlossen an den Hydranten. Ja. Ich muss jetzt runtergehen, den Vanderbilt das zu Bett bestellen. Na, wenn? Da haben Sie einen größeren Auftrag von Herrn Vanderbilt. Interessiert mich nicht. Zumachen, zumachen! Rein, Lachs mit Mayonnaise, Beefsteak, halb Englisch. Gibt es nicht! Unsere Gäste kriegen Kraschspitzen mit Zitronen. Was, alle? Alle! Kann man nichts machen. Zimmer 41. 41. 41. Na, da bleib ich. Funktioniert? Ja. Das ist ja direkt das Sinnflut. Wir werden es gleich brauchen. Ja, für wen denn? Wanderbild. Und schicken Sie mich, schicken Sie. Die Kabels besorgt? Ja, die Kabels sind besorgt. Herr Wandel hat das gemacht. Wer ist das? Wandel, das ist unser Kaltwasserkurinspektor, bitte. Oh. Bitte schön. Ja, was ist das? Das ist Ihr Soupetschel, bitte. Bitte das schön. Ist ja Gras. Ja, das ist Gras, aber sehr gesund, Herr Wandel. Und ja, Beefsteak bestellt. Ja, schauen Sie, das geht doch nicht. Sie müssen genau dasselbe essen, was die anderen essen. Was erlauben Sie sich denn? Nicht, Herr Wanderbilt, nicht aufreden, nicht renitent werden. Dann wäre nämlich auch ein Mittel dafür, bitte. Wie reden Sie denn mit mir? Dass man, ja, kennt ja auch ein bisschen, dass man niemand den Hydranten berührt. Niemand! Es läutet, gehen Sie rauf, Sie werden verlangt. Jetzt höre ich auf. Jetzt höre ich. Christian, liebe Frau. Ja, Wandel, wie ist denn das alles so plötzlich geschehen? Liebe Frau, da wäre ich staunen, was da alles passiert ist. Ja, der Peter hat mir ja telegrafiert. Das hat er nur telegrafiert. Wo ist denn das Fremdenbuch? Was haben wir denn für Gäste? Na, jetzt ist wie Maharaja von Winkerburg, die Marlene Dietrich. Was? Der Peter ist doch ein tüchtiger Mensch. Schon. Klavier, dass Sie alles in Schwung gebracht haben. Aber ich meine es doch gut. Versuchen Sie das Gras einmal. Es wird Ihnen sehr gut tun. Sie werden schlafen wie ein König. Ja. Ja, sehr nett von Ihnen, dass Sie so an meine Gesundheit denken. Na, sehen Sie, Herr Vanderbilt, ja. Es wird schon gehen. Essen Sie nur das. Aber die Flasche Mosel kriege ich. Herr Vanderbilt, das geht doch auch nicht. Da können Sie dann nicht schlafen. Essen Sie das, bitteschön. Prost Mahlzeit, Herr Vanderbilt. Ja, ich will es mal probieren. Dann. Probieren Sie es nur. Aha. Auf Wiedersehen, Herr Vanderbilt. Ich bin ja ganz wirklich gefragt, wie der Peter das alles geschafft hat. Oh, ist komisch. Wenn es mal sprengt hat, um. Ui. Na, Verzeihung, meine Dame, etwas Zigarren lassen. Danke. Schicken Sie den Peter gleich herauf, damit ich ihm sagen kann, welche Freude er mir gemacht hat, ja? Ja. Die wird schauen. Also, Wandel mit dem. Mit dem Wanderbild werden wir keine Schwierigkeiten haben. Der ist ja ganz harmlos. Sogar das Telefon lässt er sich wegnehmen. Ja, die Chefin ist angekommen. Was? Die ist ja da? Ja. Na, was hat sie gesagt? Ja, hat sie eine Freude gehabt? Kolossal. Ja? Das ist ja ganz... Ja? Hat sie gesagt,
Hat sie gesagt, schicken Sie mir den Peter sofort. Ja? Ich muss ihm sagen, was für eine große Freude er mir wäre. Ich sag, er sind Sie im Himmel. Verzeihung, was sind Sie hier? Ich bin die Besitzerin des Hotels. Ist aber keine gute Idee. Die Kaiserin von China müssten Sie sein. Ich bin der Stratosphärenflieger. Ich fahre immer rauf mit dem Fahrstuhl bis in die Unendlichkeit. Wie habe ich Sie erschreckt? Hat man Sie denn nicht informiert? Der Wandel kommt hier heute Augen schon wieder auf. Was ist denn? Also ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich nicht verrückt bin. Sie, was machen Sie denn da? Ich habe mit der Dame da drin etwas Wichtiges zu besprechen. Nein, das haben Sie nicht. Das ist nämlich die Privatwohnung der Besitzerin des Hotels. So? Ja, das ist eine entzückende Frau. Was ist die? Die ist entzückend? Sie, was ist denn hier? Reden Sie mit... Nicht aufregen. Der Ballon wartet auf Sie. Ah. Nichts, der Herr möchte die Stratosphäre. Oh ja, bitte, in keinen Ausflug in die Stratosphäre. Ich kann dich nicht so sehen. Ja. Und ich bin's, Peter. Christian, gnädige Frau, wünschen mich zu sprechen. Gnädige Frau, eine gute Reise gehabt, bitte schön. Bitte. Sagen Sie, Peter, wer war denn das da vor meiner Tür? Dieser junge Mann? Ja, ein Gast, bitte. Ein zudringlicher Mensch. Zudringlich? Oh nein, gnädige Frau, dafür kann er ja nichts. Das macht er ja nur im Unterbewusstsein, bitte. Unterbewusstsein? Ja, er hat ja gar kein richtiges. Na, dafür haben wir doch die 20.000 Mark bekommen, bitte schön. Für den Gast? Ja, ja, für alle, bitte. Sanatorium Wiesenlinde? Ja. Aus der Klapsburg? Na ja, da haben wir die Gäste her, bitte. Aber Peter! Ja, gnädige Frau, in der kurzen Zeit waren leider keine anderen Gäste aufzutreiben. Und da habe ich mir eben gedacht, besser solche als gar keine. Sonst hätten wir das Hotel gar nicht eröffnen können. Was haben Sie denn da gemacht, Peter? Nur die Frau, die meisten sind ja ganz harmlos, bis auf den einen. Und was haben Sie noch erlebt, so in der Urania? Na, ich habe unter anderem den Mann im Monde K.O. geboxt. Den Mann im Monde K.O.? Na? Wollen Sie vielleicht aussteigen? Bitte? Können Sie aussteigen? Bitte, Zimmer. Zimmer zu den Männern. Hi, Louis. Hui. Zu spät, zu ja. Zu spät. Hui. Jetzt ist er. Ja, gnädige Frau, ich habe mir halt gedacht, ich habe es doch nicht schlecht gemeint. Ich habe mir sogar ein gutes Wort von Ihnen erhofft. Dafür, dass es mein Hotel ein Narrenhaus gemacht hat? Ja, gnädige Frau, so schlimm ist das nicht. Wir haben doch 20.000 Mark, nicht? Und das Hotel ist eröffnet. Das ist doch sehr wichtig für uns wegen der Hypothek, ne? Aber Peter, ich fürchte mich ja zu Tode. Ach, liebe Frau, das müssen Sie nicht. Wenn dieser Stratosphärenflieger dann noch einmal kommt, bitte schreien Sie ihn ganz energisch an und sagen Sie ihm einfach, Sie, ich werde mich beschweren bei meinem Professor. Sie werden sehen, dass der ganz... Und wenn nicht, bitteschön. Man muss ja nur nicht widersprechen den Leuten, nicht wahr? Und ganz sanft behandeln, auf alles eingehen, nicht wahr? Und dann, wenn auch das nicht, bitte, es genügt ja ein Anruf. Telefonischer Anruf und Sie wissen, der Peter ist für Sie, liebe Frau. Tag und Nacht und... Da gebe ich meinen... jetzt muss ich zu meinen Gästen. Ja? Was ist denn da? Mensch, bin ich... Schell mal wieder und schlicht ins Auge. Was ist denn da? Der Dings, der... Wer? Der Lichtbar. Also rauslassen, absperren, das war's. Hören Sie mal. Wenn Sie selber hinein, bitte, los, können wir raus. Muss man absperren, sonst spritzt es ja. Soll er drin bleiben? Na, sehr toll geht es ja hier nicht zu. Wir benehmen uns überhaupt viel zu normal. Normal? Achtung! Der Mann ohne Kopf spricht. Wer lacht da? Bitte sich von Ihren Plätzen zu erheben. Werde ihm eine Zerstreuung schaffen. Antenne. Kopflos. Wir wünschen bitte sofort etwas Musik. Aber rasch! Und holen Sie den Burgstaller. Holen Sie den Burgstaller. Und was für Musik soll denn das sein? Was haben Sie denn?
Wünschen Sie Jazz? Ja. Und die kommt aber jetzt, die haben wir erst in der Hochsaison. Dann eröffnen Sie bitte sofort die Hochsaison. Aber flink! Und Sie? Ich habe mich aber jetzt so aufgeregt. Was lohnt der? Aber der war ja da, der Kopflose. Jung? Ja, der will absolut will er Musik haben. Aha. Ja. Da müssen wir etwas unternehmen, denn der ist ja entstanden und haut alles zusammen. Da müssen Sie eben Musik machen, nicht? Was ich? Ja, mit der Mundharmonik. Ah, das mache ich. Warum? Und von vorn blase ich und von hinten kommt der. Aber, das soll eben der Hans mitblasen, nicht? Ich komme auch dazu. Haben Sie es da? Was? Die Harmonie? So, ja. Das ist voll bröseln und dann verkutzt man sich. Und immer eine in Bereitschaft. Wozu? Wozu? Als Waffe. Ja. Und mit denen ist er. Jetzt halte ich mich wahrscheinlich wirklich für verrückt, nicht? Wo ich meinem Anzug und Bart genommen habe. Aber gleich Frau. Lassen Sie los. Ich gehe gleich hinauf zum Professor und werde mich über Sie beschweren. Gnädige Frau, hören Sie sich doch einen Augenblick an. Ich ziehe Sie sich lieber um, sonst kriegen Sie noch einen Schnupfen. Aber ich will Ihnen ja alles erklären. Das Das möchte man nicht glauben, was für einen beruhigenden Einfluss die Musik auf diese Leute ausüben tut. Ja. Haben Sie das? Hm? Und die sind direkt ergriffen. Ja, so gut. Ich bin jetzt weiter. Ja? Die eine hat man so gesehen, wie sie so. Peter! Bitte? Sagen Sie, was ist denn hier los? Ich telefoniere da und es kommt kein Mensch an den Apparat. Ja, Frau, wir haben so viel zu tun, damit die Leute ruhig sind. Was ist denn geschehen? Der hat mich doch wieder angesprochen. Und der Stratosphärenflieger? Der hat in seinen Straßenkleidern ein Bad genommen. Ah, nein. Ich bin nicht neugierig. Ich gehe jetzt noch hinauf ins Sanatorium. Der Professor muss runterkommen und diese Leute wegschaffen. Aber gehen Sie doch jetzt mitten in der Nacht? Ja, ich habe sonst keine ruhige Minute mehr. Und darf ich Sie wenigstens begleiten? Nein, danke. Wie man's macht, ist falsch. Erschrecken Sie nicht, aber ich muss Ihnen endlich erklären. Aber Sie wollen ins Sanatorium. Nein. Widersprechen Sie nicht, Sie wollen zu Professor Marius. Ja. Sie brauchen sich gar nicht umzuschauen, wir sind hier ganz ungestört. Ja. Es klingt hübsch, wenn Sie Ja sagen. Sie sollten immer nur Ja sagen. Ja. Und jetzt werden Sie sich endlich erklären lassen, warum ich mich so verrückt benehme. Ja. Ich bin nämlich gar nicht verrückt. Ich bin nur schrecklich und Sie... Sie haben sich jetzt ganz beruhigt. Ja? Ja, Sie singen ja. Mhm. Die hätte sie ja auch nicht länger ausgehalten mit dieser Harmonik. Schauen Sie mal, meine Lieben, ich bin jetzt schon da. Das ist der Liftfahrer mit der Schrift. Ich glaube, den müssen wir noch einmal duschen. Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment, ja? Bitte sehr, bitte sehr. Kommen Sie mit. Befreien Sie mich von diesen unheimlichen Menschen. Ja. Er hat mir auf der Straße aufgelauert. Haben Sie keine Angst, liebe Frau, den werden wir schon erledigen. Gehen Sie nur ganz ruhig hinauf aufs Zimmer. Wandel, Sie holen sich den Hans und erwarten mich oben im Korridor, ja? Mit Waffe. Natürlich. Mit Waffe. Entschuldigen Sie bitte, die gnädige Frau möchte Sie gerne sprechen. Wo ist sie? Oben.
Ihrem Zimmer? Ja, bitte. Schön schlafen gehen. Und zu? Den hätten wir gebändigt. Sie haben gebändigt. Und der wird schon. Ja. Kommt, Kinder. Schau. Den hätten wir isoliert. Entschuldigung, was habe ich da ausgestanden? Na ja, haben Sie, die Frau, gesprochen mit Herrn Professor Marius? Nein, noch nicht. Aber eines weiß ich, die Leute müssen morgen raus. Bitte schön, die Leute müssen raus. Aber dann stehen wir wieder da wie früher, ohne Geld. Noch dazu kommt morgen der Hügler. Ach so, Herr Hügler kommt. Na, dann brauchen allerdings gnädige Frau das Geld nicht, das ich gebracht habe. Ach, was Sie mir schon gebracht haben. Ich sterbe hier vor Angst. Gnädige Frau können ganz beruhigt sein. Ich werde die ganze Nacht vor Ihrer Türe wachen. Und so, die machen mir auch mehr was mit ihrer Singerei. Sagen Sie mal, Sie sollen aufhören endlich. Ich soll es sagen? Ja, warum? Trauen Sie sich nicht hin? Haben Sie Angst? Nee, nicht direkt. Na so, werde ich hingehen. Und kommen und schließen Sie sich an. Meine Herren, Schluss, meine Herren. Schluss mit Singen. Morgen wird weiter gesungen. Lieber, mir nichts. Jetzt seien Sie sich aber im wahren Licht. Jetzt hier. Komm. Und fürchten Sie sich, warum ist? Sie sind ja nicht so ganz ruhig. Peter? Bitte schön, junge Frau. Sind Sie noch da? Jawohl, junge Frau. Ich bleibe auch die ganze Nacht hier sitzen, bitte. Was ich noch sagen wollte. Was wünschen, junge Frau, noch? Gute Nacht, Peter. Gute Nacht. Und bitte keine Angst, ich bleibe immer hier. Es geschieht nichts. Schlafen gehen. Alles. Asche? Nein. Puder wahrscheinlich angestreift. Bitte alles schlafen gehen, meine Herrschaften. Die Herren sind von der Presse? Ja. Und Sie wünschen? Wir wollen nur einen Blick ins Frankenbuch werfen. Das ist nicht erlaubt. Auch dann nicht. Mensch, sind Sie doch nicht so deutlich. Hans, Lift, Dienst zum Lift. Um was handelt es sich denn, meine Herren? Ich habe gehört, dass bei Ihnen einige berühmte Gäste abgestiegen sind. Sind viele abgestiegen. Wenn die Herren einen Blick ins Fremdenbuch machen? Ja. Ja, aber das wäre eine Indiskretion. Aber Herr Direktor. Ich bin kein Direktor. Und das steht ja auch gar nicht in Eingang mit diesen. Ich lege das Fremdenbuch hierher. Ich habe nichts gesehen. Der Grund uns ist eröffnet. Lesen Sie, was die für Gäste oben haben. Dankeschön, Herr Baumeister. Hab schon gelesen. Ach so. Geh gleich rüber, einkassieren. Ach, das muss ich auch noch. Ja, denen ist über Nacht das Glück ins Haus geflogen. Moin, Herr Wanderwelt. Zeitung. Unerhört. Sie machen Reklame mit meinem Namen für Ihr Hotel. Das Hotel gehört ja nicht mir. Wem gehört es? Wer ist der Mann? Dieser Mann ist eine Dame, Herr Vanderbilt. Eine Dame? Warum sehe ich die Dame nie? Oh, für Sie, nicht der Geschäftsführer, hat bessere Bizeps. Na, rufen Sie den Geschäftsführer. Bitte schön. Meine Herren, Sie müssen sich noch gedulden. Ich weiß zwar nicht, ob Sie Erfolg haben werden. Ein Hotel, das eröffnet ist, könnte eigentlich zahlen. Das ist doch klar. Moment, bitte, was ist denn los? Was ist denn doch für Ihre Lärm? Na ja, Sie werden schon kriegen, wenn Sie ein bisschen Geduld haben. Ja. Der Geschäftsführer ist oben bei der Chefin. Wird er darüber konferiert? Ja, gehe, Frau, die Lieferanten wollen nicht weggehen. Was soll ich da machen? Zahlen. Wir haben doch Geld. Ja, das müssen wir doch dem Herrn Professor Marius wieder zurückgeben, wenn wir seine Patienten nicht behalten. Dann behalten wir sie eben. Ja, aber gestern Abend haben doch nie die Frau gesagt, dass wir... Ja, gestern Abend. Am Morgen sieht doch alles ganz anders aus.
freut mich sehr, dass Sie mir, Ihre Frau, meine Bemühungen anerkennen, liebe Frau. Ich anerkenne, Peter. Und bitte, was soll ich dem Herrn Hügler sagen, wenn er kommt? Was Sie wollen. Ich darf sagen, was ich will? Ja, Peter. Wunderbar. Zwei Wangen. Voll, Frau Chefin. Und wieso wissen Sie denn überhaupt, dass wir so viele prominente Gäste haben? Das steht auch in der Zeitung. So? Komisch, das finde ich aber merkwürdig. Hm? Wie die Leute das alles herausklügen. Das ist ganz... Was lächeln Sie so süffisant? Was wollen Sie damit sagen, hä? Nicht nur, so eben. Meine Herren, Sie können ganz beruhigt sein. Jeder bekommt sein Geld. Ah, Wandel, gehen Sie rüber zur Bank und lösen den Scheck ein, ja? 20.000? 20.000, ja. Da muss ich jemand mit haben. Ja, der Hans soll mit. Von Ihnen nicht allein machen. Da muss ich jemand mit. Was wollen Sie denn schon wieder von mir? Ihnen beweisen, dass ich ein vollkommen vernünftiger Mensch bin. Oder glauben Sie das noch immer nicht? Ja, doch. Ach, Reifenpanne. Das wird mindestens eine 2 Stunden dauern. Aber ich montiere Ihnen den Reifen, wenn Sie mich ruhig anhören. Na? Es bleibt mir ja nichts anderes übrig, als Sie anzuhören. Oh. Oh, damn. Die Diamond Shares sind auch gefallen. Was ist denn schon wieder, Herr Wander? Nur zweimal $100.000 habe ich verloren mit den Diamond Shares und dreimal $100.000 mit den anderen Telegrams. Aber, Herr Vanderbilt, das ist doch kein Grund, sich aufzuregen. Oh, ich reg mich nicht auf. Nein, Sie haben mich gewarnt. Sie waren ein kluger Mann und ich war ein Mal. Naja, aber das wird schon wieder besser werden mit Ihnen. Aber verrückt von mir, in die Diamond Shares hineinzusteigen. Aber, Herr Vanderbilt, da ist doch ganz einfach. Da steigen wir wieder schön raus, ist alles in Ordnung. Aber machen Sie keine Witze mit mir. Die verdammten Telegramms. Naja, Telegramme meinen Sie, die habe ich ja gar nicht weggeschickt. Was haben Sie gemacht mit? Ich habe sie weggeworfen, nicht? Weggeschmissen, zerrissen, weg damit. Ich habe doch sofort gewusst, dass da etwas nicht in Ordnung ist mit dieser Scheres da. Ach, großartig. Ach, großartig. Ja. Sie sind ein Genie. Sie haben mir viel Geld gespart und da sollen Sie auch was abhaben. Dann kommen Sie her, Sie sollen Vanderbilt kennenlernen. Ja, ja. Aber Herr Vanderbilt, das ist doch zu viel. Nein, das ist nicht zu viel. Na ja, wir haben es ja nicht, ja. Na, was soll ich damit machen? Das können Sie bei jeder Bank abheben. Aha, bei der Ofenbank, was? Wo? Was? Na, ich sag, ich weiß, eine schöne Bank. Ja? Ja, ja. Ja, ist ganz gleich wo, ne? Ja, ja. Auf Wiedersehen. Hans, ja? Schauen Sie mal, was mir der Herr Vanderbilt geschenkt hat. Einen Scheck auf $10.000. Fein, was? Na ja, heute geben Sie alle Jungs an. Hier, der Herr Maharaja hat mir eben 10 Silberrupien geschenkt. Riechen Sie mal. Dieser Käse. Und was fehlt? Geben Sie her, da. Da, weg damit. Schön, die Ehre, Verehrung, Herr von Hügler. Na, das ist aber, wir freuen uns. Wir haben Sie schon sehnsüchtigst erwartet. Da, also das Elkerzimmer in den Park. Ist nicht mehr hier. Wieso? Das ist weg. Aber ist ja alles umgebaut. Na, Herr von Hügler, wenn Sie überhaupt nicht mehr erkennen, ist ja alles von oben nach unten jetzt Wagen hoheit. Was ist denn das für eine Hoheit? Das ist der Maharaja von Pinkerburg. Ach. Ja, glaubt ihr. Ja, wir haben mehrere solche Nummern. Ja, Herr von Hügler werden ja staunen. Ja, wenn vielleicht gefällig ist, dann sind die Lift auch neu. Haben wir auch umgebaut. Auch umgebaut. Morgen. Gut geschlafen? Danke. Das ist doch Vanderbilt. Ja, ja, das glaubt er. Er bildet sich dasselbe. Das ist der Größenwahn. Quatschen, Herr Daniel, Unsinn. Wieso? Schafskopf. Das ist doch Mr. Vanderbilt. Ja, wenn Sie es besser wissen, Herr Hügler. Für mich ist er mau. Quatschen Sie, einen halten Mund. Wo ist Frau Eva Hügler? Ja, sie ist ausgefahren. Welches Zimmer habe ich? Herr Hügler, 45. Ja, Herr Hügler. Ja. Wer ist denn anders? Schafskopf. Er sagt zu mir, Schafskopf. Wer? Denn, na so. Und wenn er so mit mir redet, dann... Da kann ich auch anders. Was? Da kann ich dann... Der wird staunen. Was? Der ist und er ist vielleicht ein Schafskopf.
Er ist ein Schafkopf, weil er den Wanderbild nicht kennt. Und er hält ihn für echt. Aber wer denn dann? Der Herr Oberwisser. Na wer? Der Hügler. Was, der Hügler ist ja da? Ja, der Hügler. Wo ist er denn? Ist angekommen. Ich habe ihm schon gegeben, sein Zimmer. Was denn für ein? 45. Ihr sollt ein Zimmer anzubieten. Das ist doch nicht einmal fertig. Das ist doch nicht einmal passiert. Da sind ja noch Zeitungen an den Wänden. Was? Herr Hügler, können wir den Roman lesen? Genau in Fortsetzung geklebt. Äußerst spannend. Ach, süß. Schafskopf, ich weiß schon wie immer. Was wollen Sie denn von meinem Gepäck? Ich dachte, Sie würden wieder abreisen. Raus! Sie lassen mein Gepäck hier! Frechheit! Na, der fliegt auch. Eigentlich hätte ich müssen diesen Wanderbild spielen. Warum? Warum? Weil er ihn falsch spielt. Der hat ja keine Ahnung von Finanzsachen. So, mein Herr. Ah, Herr Minister, gut, dass Sie da sind. Lassen Sie meine Elefanten satteln. Ja, und bringen Sie sie rauf. Lassen Sie doch in Frieden mit diesen Kindereien. Ich mache das nicht mehr mit. Ich bin dafür, dass die Sache aufgeklärt wird. Bin auch dafür. Ich sehe schon überall Zigarren, Asche. Eins, zwei, drei. Und alles ist in Ordnung. Na, Sie werden doch zugeben, gnädige Frau, in dieser Rekordzeit bringt das nur ein Mensch fertig, der seine fünf Sinne beieinander hat. Genauso wenig verrückt wie ich sind auch all die anderen. Wir haben uns nur einen kleinen Scherz erlaubt. Einen Scherz? Tja, meine Idee. Großartig. Nicht wahr? Aber wie ich Sie gesehen habe, Frau Eva, glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick? Nein. Sie wissen, bei mir dürfen Sie nur Ja sagen. Anders werden Sie mich ja doch nicht los. Glauben Sie? Hallo! Hallo! Na, warte. Die halten eine Versammlung ab, da drinnen. Na, lassen Sie. Naja, aber Sie wispeln so viel. Ja. Und das ist mir das Auffallende. Ah? Ja. Und ich habe so das Gefühl, als ob Sie eine Verschwörung gegen uns vorbereiten. Haben Sie? Möchten, ja? So. Na, was machen wir denn? Was machen wir denn, wenn die auf einmal so korporativ uns überfallen? Warten Sie. Ja. Wir gehen gleich hinein. Kommen Sie mit. Ja, Hans. Was ist? Dass er mitgeht mit Ihnen, dass Sie nicht. Nein, Sie kommen mit. Ich will ja alles. Warum? Ist besser, wenn wir verteilt sind. Ne? Das ist viel besser, wenn das mal. Na, kommen Sie mit. Komm. Herunter vom Stuhl. Vom Thron, Hoheit, wenn ich bitten darf, ja? Was gibt's denn hier? Was ist denn hier los? Ich werde jetzt alles. Was? Kann ich Sie einen Moment sprechen, Herr Direktor? Ja, sprechen Sie. Ja, bitte nicht hier draußen. Gut. Also bitte. Ja. Was haben Sie mir zu? Ich wollte nur sagen, dass dieser Maharaja da drinnen gar kein Maharaja ist. Das weiß ich ja. Das weiß ich ja alles. Schauen Sie, alle hier sind nicht das, was Sie sein wollen. Nur Sie sind wirklich der Sie sind. Ich habe mich heute totgelacht. Ja? Da kommt ein Mann aus seinem Zimmer und sagt zu mir, er ist der Mann ohne Kopf. Und er hat einen Kopf oben gehabt, wie ein Kürbis. Ja, das weiß ich ja, Herr Vanderbilt. Der Mann ist verrückt. Ja, das sind Sie alle. Nur Sie sind eine Ausnahme. Sie sind wirklich der Herr Vanderbilt. Ah, den bin ich ja. Nein, das sind Sie nicht. Wir wollen einen Schluss machen mit diesem Unsinn. Warum redet der Herr so laut zu mir? Er meint das ja nicht so. Bitte sich hineinzubemühen, Herr Vanderbilt. Excuse me. Warum regen Sie mir denn die anderen auf? Hm? Ich weiß doch ganz genau, dass Sie alle verrückt sind. Nur Sie sind eine Ausnahme. Sie sind wirklich der Minister von seiner Hoheit, dem Maharaja von Tindapur. Nein, das bin ich nicht. Ruhig jetzt. Ja, sonst werde ich energisch. Na, ist nun alles aufgeklärt? Jawohl, Hoheit, es ist alles aufgeklärt. Wenn einer behaupten sollte, dass Sie nicht der Maharaja von Tindapur sind, den lassen Sie einfach köpfen. Ja, aber ruhig. Ich weiß ganz genau, wer hier wer ist. Aber jetzt bitte ganz ruhig. Wer nicht pariert, der kommt unter die Dusche.
Ja, haben Sie denn immer nicht aufgeklärt? Natürlich habe ich das. Na und? Aber der Mann ist nicht davon zu überzeugen, dass wir nicht verrückt sind. Ha! Sie, die da drin sind gut. Was? Jeder hält sich selbst für normal, aber die anderen für verrückt. Ja, was haben Sie? Was haben Sie denn da? Jetzt ist doch nicht so kindisch. Gar nicht kindisch, aber es hat was Gespensterhaftes. Bei Ihnen fängt es auch schon an zu kochen, was? Es ist zum Verzweifeln. Sie sind immer so aufgeregt. Weil man uns alle für verrückt hält. Mich nicht. Doch, Sie auch. Mich? Wanderbild? Herr, wenn Sie sich noch einmal Wanderbild nennen... Aber ich bin doch Wanderbild. Nein, das sind Sie jetzt nicht mehr. Herr, wir haben alle unsere verrückten Namen abgelegt. Wenn Sie jetzt nicht augenblicklich das Gleiche tun... Ich habe keinen verrückten Amok geweckt. Ich bin A.T.W. Wanderbild. Ja. Baldur Butcher, Ibsen. Salon, Bad Bad. Ich weiß, ich brauche Sie nicht, glaubst du, dass ich die Chiffre nicht kenne? So. Arab, Bad, Best, Stopp, Hohenstein. Ja. Arab, Bad, was ist? Was? Zwei Bettzimmer mit Bad, beste Qualität, längere Zeit. Längere Zeit. Das weiß ich auch. Aber, wo stehen Sie da ran? Gehen Sie doch zum Lift vorwärts. Nein, ich bin nicht allein sein. Was? Ich will nicht allein sein, ist mir lieber. Ja, also du, also das sind neue Vormerkungen, 15 Stück. Zu viel? Ja. Da kriegen wir was, jetzt haben wir 80 Zimmer ja, mit gut. 120 Bitten. Ja, gut. Alles cool. Vormerkungen. Aber bevor die Narren nicht draußen sind, können wir keine anderen Gäste aufnehmen. Mischen dürfen wir nicht. Nein, aus Mischen dürfen wir nicht. Ja. Ja, ja. Der Hügler? Na, was ist denn der kleine Lotter Wirtschaft? Was will er denn? Bitte? Wo bleibt dann mein bestelltes Menü? Er hat den Hunger, er möchte was essen. Essen? Wir geben ihm nichts, den Hunger mal aus. Den Hunger nicht mehr? Ja, viel bessere Idee. Eine bessere Idee? Na, wie gesagt, der Burgstall sagt, er kommt persönlich, bitteschön. Kommt er dann. Ah, der Burgstaller. Sie gehen vor schon zurück? Nein, Herr Hügler. Die gängige Frau ist noch nicht zurück. Ja, aber sie weiß doch, dass ich angekommen bin. Na, vielleicht ist sie gerade deswegen noch nicht zurück. Sie werden sie nicht unverschämt. Na, durchschau sie, ich weiß schon. Aber das kann ich Ihnen sagen, sobald ich hier festen Fuß gefasst habe, dann reißt einer von hier mit dem nächsten Zug ab. Kann ich das Gepäck gleich runterbringen, ja? Wieso? Der Hügler wollte doch abreisen, ne? Sie scheinen wohl nicht zu wissen, dass ich ein Recht habe, hier in diesem Hotel zu wohnen. Ich weiß, Herr Hügler, für Ihre Hypothek haben Sie außer den 12% Zinsen jederzeit freie Pension in unserem Hotel. Na also? Ja, ich weiß noch nicht, Herr Hügler, was Ihnen mehr am Herzen liegt. Das Hotel oder die gnädige Frau? Was geht Sie das an? Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Wo ist denn überhaupt das Menü, das ich bestellt habe? Hier, bitteschön, ist das Menü. Das ist ja Gras. Ja, das ist Gras. Ungehackt und ohne Zitrone. Wegen der Galle. Dann wollen Sie mich zum Besten haben? Soll das ergreifen, dass ich ein Rindvieh bin? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, Herr Hügler. Aber ich habe darüber nachgedacht, dass Sie hier sehr bald überflüssig sein werden. Na. Wer von uns beiden hier überflüssig sein wird, das wird sich ja mit der Zeit herausstellen, Herr Hügler. Kein Nickelfutter. Na, klappt ja anscheinend alles vorzüglich. Jawohl, ganz gut aus in meinem Quartier, Herr Professor. Bis auf einen, der macht mir ganz große Schwierigkeiten. Ach, wer ist denn das? Ja, das ist nämlich ein Neuer. Und ja, der wollte eigentlich hinauf ins Sanatorium. Aha. Das haben wir gleich hier behalten. Ah, sehr gut. Ja, und wo ist denn der Herr? Hier, Herr Professor. So, ich kann mich aber gleich mit ihm bekannt machen. Ja. Würden Sie mal... Aber Herr Professor, das ist ein ganz schwieriger Fall. Wieso denn? Ja, das ist... Der leidet nämlich an einer fixen Idee. Nein. Ja, der bildet sich ein, dieser große Hotelbesitzer Hügler aus Dresden zu sein. Ist ja, der reist jetzt von Hotel zu Hotel und will die jeweilige Besitzerin heiraten. Ach, ja. Das ist total verrückt. Ja. Ich werde mir mal ansehen, ja. Ja, aber gründlich, Herr Professor, das ist nicht... Ja, wenn das wirklich eine schwere Nervensache ist, dann muss er ja hier raus. Ja, der muss raus, unbedingt. Ja, ich meine, deswegen habe ich ihn ja hier behalten. Ach, Sie haben den hier... Der ja. Muss, der muss, Sie haben ihn hier... Ich verstehe. Sie können mich... anmelden? Halt! Was? Sie wagen es nochmals, mein Zimmer zu betreten? Entschuldigung, Herr Hügler, nur eine kleine Frage. Wollen Herr Hügler nicht vielleicht doch lieber abreisen? Nein! Geben Sie sich keine Mühe, ich bleibe! Ja, Herr Hügler, dann kann ich Ihnen eine ganz große Aufregung nicht ersparen. Was für eine Aufregung? Tja, ich will Sie nämlich einen Herr besuchen. Ein gewisser Herr Professor Marius. Wissen Sie das? Ja, das ist der Herr, der die Eröffnung unseres Hotels finanziert hat. Ach, der interessiert sich für das Hotel? Ja, und außerdem auch für die
Besitzerin. Was? Ja. Na, also der soll mich kennenlernen. Den werde ich gründlich heimleuchten. Ja. Der soll mich nur besuchen. Ja, darf er heim. Ja, ja, ja. Gut, ist ja nett von Ihnen, dass Sie mich informiert haben. Ich will mich sehr geschmeicheln, Herr Hügler. Und nicht nachgehen. Oh, lass ihn mal reinkommen. So. Bitte. Ich will mal. Gestatten? Gestatten. Marius. Na und? Hügler, bitte. Ja, ich weiß. Bitte nehmen Sie Platz. Na, Sie fühlen sich wohl hier? Ja, sehr wohl. So wohl, dass ich gar nicht daran denke, von ihr fortzugehen. Das ist schön. Und das Herzchen, was macht das Herzchen? Da können Sie ganz beruhigt sein. Ja? Und das Pülschen ist denn da mit dem... Lassen Sie meine Hand los. Gebe ich nicht jedem. Ich weiß. Also Sie werden bald heiraten, nicht wahr? Ja. Jung gefeit hat nie gereut. So, Sie sind wahnsinnig geworden. Ich bitte mir Ihre Vertraulichkeit. Sie haben wohl meinen Namen nicht verstanden. Doch, natürlich. Sie sind Herr Hügler aus Dresden, ja, nicht wahr? Der große Hotelier. Ja. Sie haben eine ganze Reihe von Hotels. Ja, bald werden Sie hier haben. Sie haben ja die Absicht, hier die Besitzerin zu heiraten. Ich habe die Absicht. Sie haben die Absicht. Sie wollen heiraten. Mich täuschen Sie nicht. Ja, schauen Sie mich doch mal ganz ruhig an. Ganz scharf mir ins Auge sehen. Ja, kommen Sie, ich habe Angst. Nein, doch. Sie sind so verrückt. Sie blenden mich ja. Nicht, das ist ja ganz ausgezeichnet. Jetzt werden Sie sich hier aufs Sofa legen, nicht wahr? Und Sie werden schlafen. Ich? Dann, Mann, ich werde nicht schlafen. Doch, Sie sind ja müde. Sie sind ganz Nein, müde. Im Gegenteil. Was? Ja, mein Gott. Hinaus! Wirklich ein schwerer Fall. Ein ganz schwerer Fall. Da muss das geschehen, sofort. Da bin ich gar nicht zuständig. Das ist außerhalb meiner Praxis. Ich muss einen Spezialisten haben. Der Professor? Ein Psychiater, wie? Was machen wir denn, wenn er dummschichtig wird? Was brauchen wir denn? Wie können Sie darüber lachen? Das ist unglaublich. Oh, ich will mal eben telefonieren, einem Psychiater. Warum lachen Sie denn? Wir brauchen keine Spezialisten. Wir brauchen keinen Psychiater. Wir brauchen keine Spezialisten. Ja. Wir brauchen keine Spezialisten. Ja, nicht. Ich werde ihm geben, Schafskopf zu mir zu sagen. Jetzt will er schauen. Also dieser Professor, der kommt mir direkt irrsinnig vor. Ja. Der Mann gehört in einem Sanatorium. Der ist ja im Sanatorium. Ist er? Ja. Das habe ich mir gedacht. Ja. Herr Hügler, die gnädige Frau wünscht, mit ihm gemeinsam zu speisen. Ach, so sieht es aus. Das sieht es dann aus. Sehr gut, Herr Hügler. Also, lieber Peter, unser Konflikt ist vergessen. In 5 Minuten schwimme ich im Glück. Das ganz bestimmt, Herr Hügler. Ja, bitte schön. Das bestimmt. Aber immer elegant. Schafskopf. Wo ist das denn? Hier, bitteschön. Aufdrehen. Der beleidigt mich kontinuierlich. Und das dürfen Sie sich doch nicht bitten lassen, dass Ihre Angestellten immer so verletzt werden. Lassen Sie mich voraus. Duschen Sie. Ich verstehe gar nicht, wie Sie sich von einem jungen, unbesonderen Menschen zu solch einem Scherz verleiten lassen konnten. Das hätte doch furchtbare Folgen haben. Aber, Herr Professor, das war doch nur ein Ulk. Ja, erwachsene Menschen machen einen Ulk. Und hören Sie mal. Machen Sie sich noch Vorwürfe, Professor. Erklären Sie stattdessen das Personal auf. Wir haben es ja schon probiert. Aber Sie, das Furchtbare ist ja, dass es hier wirklich einen Verrückten gibt. Ja, wissen wir ja, den Wanderwild. Wanderwild, einen gewissen Hügler. Hier ist der Wahnsinn geworden! Ich werde die Polizei von nachher stehen. Da liegt ja ein Narrenhaus. Das sage ich Ihnen! Ich reise ab! Das ist alles, was der Kronprinz von Ihnen erwartet, Herr Hügler. Herr Burgstaller! Was ist denn? Setzen Sie sich mal einen Sessel hin, damit Sie nicht aufs Kreuz fallen. Da wird keine Zeit zum Sitzen. Na, Sie werden sich schon setzen. Kriegen Sie mal her, wer ist denn das? Ja, das ist der Verrückte da, der Wanderbild. Nee, das ist er nicht. Wer denn? Der Wanderbild. Das sag ich ja. Ja, aber der echte. Wieso? Da steht's ja.
Na, sehen Sie? Sitzen schon. Herr Wandel, sagen Sie, Herrn Burgstall, es tut mir unendlich leid, dass er das Opfer des Übermuts meiner Kurgäste geworden ist. Das ist sehr merkwürdig. Sind Sie, mir ist das ganz bestimmt, dass das keine Narren sind? Bitte, Sie, es war nur ein Ulk. Aber Herr Wandel, was hier schon dabei? Mir werden Sie doch glauben, was? Ja, was Ihre Argumente sind ja sehr überzeugend. Und das war nur ein Ulk. Das ist komisch, ne? Da war ja das mit diesen kalten Duschen auch nur ein Ulk. Was kalte? Was, Sie haben kalte Duschen? Ja, ja, aber vereinzelt. Das hätte doch furchtbare Folgen haben können. Woher? Was, wenn es nur ein Ulk war? Also bitteschön, das sind die Narren, ne? Ja. Und das ist der Wanderbild. So, also wenn der Wanderbild echt ist, dann sind doch die... Ruhig. Wenn der Wanderbild echt ist, dann sind doch die anderen auch echt, ne? Warte, dann ist der Maharaja wirklich der Maharaja? Ja, der Maharaja ist der Maharaja. Ruhig Moment. Jetzt, ja. Dann ist der Maharaja der Maharaja, der Wanderbild ist der Wanderbild. So, ja. Das geht ja nicht. So. Was ist da mit dem Mann ohne Kopf? Er hat doch einen Kopf. Na eben drum. Was reden da für einen Blödsinn? Das kann doch... Jetzt kenne ich überhaupt nicht mehr aus. Ich schon, ich kenne mich sehr gut aus. Wieso? Ich kenne mich... Die sind normal. Die sind durch die Bank normal. Normal, wieso? Die haben uns für Narren gehalten, wenn wir sie für Narren gehalten haben. Was, die sind da, wie sind Sie da drauf gekommen? Ich wäre nie drauf gekommen. Aber der Marius, der hat mir gesagt, der Nacht? Ja. Was habe ich denn da gemacht? Was, na, Sie haben sich in Schwung gebracht. Das ist doch sehr schön. Sind Sie mir vor, das Hotel geht, ausverkauft, ne, nur alles fürs Blondköpfchen. Ja. Und die noch nicht so viel Trinkgeld gekriegt. Und die 20 Mark? Das ist doch verkehrt. Und steht's auch, wenn es das ältere Mensch da steht. Was sagst du dazu? Moment, also wenn die Narren echt sind, dann, meine, dann ist ja doch der Check von dem, dann ist ja auch der Check von dem Wanderbild. Echt? Da freu dich, Hügler. Na, jetzt könnte ich was erleben. Jetzt kündige ich meine Hypothek, dann wird das Hotel versteigert und Sie werden brotlos. Das werde ich machen. Das werden Sie nicht machen. Sie werden augenblicklich ruhig sein, Herr Hügler. Sie werden diesen Scheck hier nehmen, womit die Hypothek bezahlt ist. Wer mit den Empfang schriftlich bestätigen, den Rest zurückschicken und binnen 5 Minuten das Hotel verlassen. Bitte schön, Herr Hügler. Hier ist der Ausschlag. Richtig da. Bitte schön, das gefällt. Angenehme Reise. Noch etwas, bitte. Noch etwas. Ich komme wieder mit meinem Rechtsanwalt, aber dann fliegen Sie raus. Ich bin sehr freundlich, Herr Hügler. Erledigt. Peter! Frau Schäfer? Ist der Hügler da? Gewesen. Wieder abgereist? Jawohl, und man kann sagen, ziemlich abgekühlt. Wie haben Sie denn das gemacht, Peter? Ja, das ist mein Geheimnis. Sagen Sie, Peter. Bitte? Haben Sie nicht noch ein Geheimnis von mir? Oh ja, ein ganz großes. Darf ich sprechen? Ja, natürlich, Sie sollen sogar. So ganz frei von der Leber hinweg? Ja. Ich weiß nicht, Frau Chefin, ob Sie bemerkt haben, dass ich alles, was ich tue, doch nur für Sie und dafür tue, dass ich... Aber ich bin doch schließlich nur ein Oberkellner. Und wer seine Gäste für verrückt hält, wenn sie ganz normal sind. Ich weiß nämlich alles. Ach so, das haben Sie gemeint. Oder wollten Sie mir etwas anderes sagen? Naja, ich wollte bloß sagen, dass das Hotel für die ganze Saison schon vorvermietet ist. Peter! Was würde ich machen, wenn ich Sie nicht hätte? Ja. Seien Sie nicht zu bescheiden. Da hat sie eigentlich recht. Warum bin ich so bescheiden? Dem Mutigen gehört doch die Dings da, die... Ja. Verschiedenes ändern, mein lieber Hans, in diesem Haus. Ah, mir dämmert. Sehr geehrte gnädige Frau, ich muss Sie jetzt bitten, mir einen Augenblick Gehör zu schenken. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich, und Herr Hüge hat ja auch das Hotel bereits fluchtartig verlassen müssen,
Außerdem hat sich ja herausgestellt, wie Sie wissen, dass die Gäste keine Narren sind. Wissen Sie, Peter, dass Sie eigentlich sehr gut aussehen können? Ja, das weiß ich. Aber bitte, mich jetzt nicht zu unterbrechen, weil ich habe nämlich... Und außerdem ist das Hotel doch für mehrere Monate bereits vorvermietet. Mit einem Wort ist alles in Ordnung. Und dies habe alles ich getan. Und ich habe es nur getan, um Ihnen zu beweisen, dass ich... Und die Hypothek ist ja auch schon bezahlt. Die Hypothek ist bezahlt? Von wem denn? Ja, liebe Frau, das braucht Sie doch nicht zu interessieren. Aber hinten ist ja gar nicht notwendig. Doch, da ist noch ein bisschen. Aber Sie sagen, dass Sie so über den Schuh putzen möchten. Muss man doch im Griff haben. Was erzählt ist, das müssen Sie errichten. Das sind so widerspenstig. Die Blumen haben wir vergessen. Ja, jetzt mal ein Blumen. Herr Oberscheiter, die Blumen. Ja, wir hätten es ja nicht müssen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Bitte melden Sie mich, Frau Hügler. Ja, bitte. Der Herr kommt zur Verlobung. Ach, das wissen Sie schon? Ja, na, ich kenn's den Burgstaller vom Herzen. Der Burgstaller? Der Herr Burgstaller verlobt sich doch mit Frau Hügler. Ja. Der Burgstaller? Ja. Sehen Sie, das haben Sie doch nicht gewusst. Nein, das habe ich nicht gewusst. Ja, bitte. Sie werden sich ja riesig freuen, wenn ich Ihnen die Blumen... Ich werde Ihnen gleich melden, nicht wahr? Danke, da möchte ich lieber nicht stören. Ist Ihnen das jetzt aufgefallen? Ja, was schon? Nee. Oh ja. Na, Hauptsache ist, wir haben die Blumen. Ja. Ja. Schön. Kommen Sie, wir teilen. Das ist ja nicht geteilt. Möchtest du dir das verschenken, wenn das einer so... Ne? Ach, ich möchte teilen. Ich möchte teilen. Ich teile schon. Ich möchte schon wieder zu gehen hin. Aber wo ich teile? Ist gut, dass man es teilt. Na doch, ist besser. Teilen Sie, teilen Sie. So was Kindisches habe ich. Was ist das Ganze? Also wollen Sie mir jetzt endlich sagen, wem ich das Geld für die Hypothek schuldig bin? Nein, die Frau, das sage ich nicht, weil das nur einzig und allein meine Sache ist. Erlauben Sie, Peter, wie reden Sie denn mit mir? Aber die Frau, darüber staune ich ja selber. Ich muss jetzt reden. Aber Sie werden doch eingesehen haben, die Frau, dass Sie allein mit diesem Modell nicht fertig werden. Weil eine Frau allein eben nichts ist. Hier gehört ein Mann ins Haus, aber natürlich nicht so einer wie der Herr Hügler. Ja, glauben Sie, dass ich mich jetzt von Ihnen tyrannisieren lasse? Überhaupt, wer gibt Ihnen denn das Recht, so mit mir zu reden? Ja, das schon, aber... Aber Sie haben mir doch selber gesagt, ich soll nicht so bescheiden sein. Und da... Herein! Warum? Ich wollte doch... Wir erlauben uns im Namen... Wir erlauben uns im Namen des Personals unsere ganze ergebnischen Glückwünsche dazu bringen. Ja, wozu denn? Zu bringen. Anlässlich des Geburtstages. Ach, Sie haben heute Geburtstag? Ich habe... Das ist... Anders ist das... Ja, hätte ich gar nicht. Hätte ich gar nicht darum gebaut. Das ist halt so blöd. Ich kann nichts wissen zu reden. Entschuldigung, bitte. Wozu wollten die beiden eigentlich gratulieren? Ja, wozu das... Naja, bitte, ich kann mich erkundigen. Nein, nein, Peter, jetzt bleiben Sie da. Erst machen Sie mir einen Krach, als ob wir verheiratet wären, und dann wollen Sie einfach davonlaufen? Nein, ich wollte mich ja bloß erkundigen, warum... Nein, aber Sie wollten mir früher doch noch etwas sagen. Ich? Mhm. Ja, ich... Na? Nein, doch, ich wollte eigentlich weiter nichts sagen. Aber trotzdem, jetzt weiß ich, dass es eine Dummheit war, dass Was war eine Dummheit? Es war eben eine Dummheit, dass ich mir eingebildet habe, dass... Bitte, Entschuldigung, aber ich... Die Blumen! Herzlich, ja, jetzt schon.